Wir hatten das letzte Mal angefangen, uns über die Heckreaktion zu unterhalten. Und ich möchte da jetzt das jetzt nochmal machen. Was haben wir denn überhaupt in der letzten Stunde gemacht? Wir haben uns in der letzten Stunde weitere palladiumkatalysierte Reaktionen angeguckt. Wir haben uns die Sonogashira-Reaktion angesehen. Dann haben wir uns sozusagen den Cousin der Sonogashira-Reaktion angesehen. Das ist die stille Reaktion. Und dann sind wir von der stille Reaktion dann auf die Suzuki-Miura-Reaktion übergesprungen. Ich habe das natürlich deshalb gemacht, weil all diese Reaktionen im Grunde genommen identisch sind, nur die unterscheiden sich nur im Transmetallierungsschritt, wo man entweder ein Zinnorganyl nimmt oder wo man ein Bororganyl nimmt oder wo man ein Kupferorganyl nimmt. Ansonsten sind diese Reaktionen alle sehr ähnlich. Sie haben auch sehr ähnliche Katalysatortypen für diese Reaktionen. Ja, das sehen Sie ja. Meistens Palladiumkatalysatoren. Das Einzige, was so ein bisschen anders ist, natürlich die Kumada-Kupplung, die auch demselben Mechanismus gehorcht, die wir in der vorletzten Stunde uns angesehen haben, die aber auch denselben Katalysatortyp nimmt. Und es ist also immer so, L2-Metall-0, oxidative Addition zu L2-Metall-2-plus, X-Aryl oder Vinyl oder was auch immer, Transmetallierung und dann reduktive Eliminierung. Das ist also, kennst du eine, kennst du alle. Also das ist wirklich eine Sache, die so funktioniert. Die Ausnahmen oder die Abweichungen davon sind jetzt in der Heckreaktion und dann in der sogenannten CH-Aktivierung, die meiner Meinung nach ein Sonderfall der Heckreaktion ist, obwohl die Erfinder dieser Reaktion das wahrscheinlich so nicht sehen. So, worum handelt es sich bei der Heckreaktion? Bei der Heckreaktion wird zum Beispiel ein Arylhalogenid mit einem Styrolderivat oder einfach einem Vinylaromaten unter Palladiumkatalyse gekuppelt und man bekommt dann hier Phenylaryl. Wir hatten uns angesehen, die Katalysatoraktivierung beim letzten Mal, die Katalysatoraktivierung, wenn Sie zum Beispiel Palladiumacetat haben oder ein zweiwertiges Palladium, geht natürlich über die Koordination vom Triethylamin. Dann bekommen Sie im Grunde genommen eine Beta-H-Eliminierung. Sie haben das, also ich möchte das jetzt nicht in extenso wiederholen, Sie haben das natürlich A auf meinem YouTube-Mitschnitt und B haben Sie es natürlich auch im Skript. Und dann haben Sie letztendlich eine Eliminierung von Essigsäure, die dann das Palladium 2 in das entsprechende Palladium 0 überführt. So, jetzt sollten wir uns einfach mal den Mechanismus der Heckreaktion ansehen. Wie funktioniert es? Im ersten Schritt, wir gehen jetzt wieder aus von L2 Palladium 0 und L ist wie so häufig hier Triphenylphosphin. Sie können aber auch andere Phosphorkatalysatoren oder Phosphorliganden verwenden, aber Triphenylphosphin ist der absolute Klassiker hier. Und Sie machen jetzt dann hier mit dem entsprechenden Arylyodid oder Jodbenzol, das spielt jetzt gar keine Rolle, machen Sie dann hier jetzt die entsprechende oxidative Addition. Und dieser oxidative Additionsschritt ist natürlich genau derselbe wie bei allen anderen. Und hier ist es auch so, dass Jod am besten funktioniert, dann gefolgt von Triflat, Bromid, und dann, wenn Sie also schon Chloride verwenden, dann müssen Sie schon richtig Klimmzüge machen und die entsprechenden neueren Katalysatorsysteme vom Buchwald verwenden oder vom Matrix verwenden. Soweit so schlecht oder soweit so gut. Was jetzt passiert, ist aber Folgendes. Sie können ja offensichtlich jetzt hier mit dem Styrol oder können Sie jetzt keine Transmetallierung machen, aber was Sie machen können ist, Sie können jetzt hier
natürlich einfach einen Liganden L verlieren und sie kommen dann letztendlich zu L Palladium A, Entschuldigung, Phenyl habe ich das hier jetzt natürlich. Phenyl, Jod und Aryl. Also das hier ist Phenyl, bitte. Entschuldigen Sie da mein Phenyl. So, das ist hier koordiniert. Und was Sie jetzt dann im nächsten Schritt bekommen, das ist ganz lustig, Ihr Aromat hier macht jetzt eine, letztendlich wandert und greift hier an dem unsubstituierten Ende, wo die sterische Hinderung am geringsten ist, an. Und Sie kommen dann zu L Palladium. Sie sehen, das Jodid hängt hier immer noch ganz glücklich einfach rum. Und jetzt dann zu folgender Spezies hier. Phenyl. Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Das muss natürlich Aryl sein. Und Phenyl ist dann hier. Also, ich versuche das jetzt, ich male Ihnen das nochmal hin, damit es klar wird. Ihr Aryl-Rest wandert hierhin und Sie kommen dann zu L, Palladium, Jod . Das ist jetzt hier das alte Styrol. Entschuldigung, ich bin heute, bekomme ich es nicht richtig hin. Also, entschuldigen Sie bitte. Hier haben Sie zwei Hs, das heißt, das Aryl muss hier hingehen und das Palladium muss zum Kohlenstoff gebunden werden, wo Sie das Phenyl haben. Also, ich versuche es nochmal. L, Palladium, Phenyl. Aryl. So ist es korrekt. Und so habe ich es jetzt auch hingeschrieben, dass Sie sehen, wie diese beiden Strukturen ineinander übergehen. Sehen Sie das? Das ist mir jetzt ganz wichtig. Ist das jetzt besser? Also, der Aryl-Rest wandert hierhin und das Palladium bindet dann hier an das entsprechende Alpha-Kohlenstoffatom des koordinierten Styrols. Und dann kommen Sie hierhin. L2 Palladium und das Jodid ist noch hier und dann haben Sie hier diese Zwischenstufe. Was jetzt passiert ist, Sie können jetzt wieder einen Liganden L aufpicken und während Sie einen Liganden aufpicken, können Sie hier eine Beta-H-Eliminierung machen. Und wenn Sie diese Beta-H-Eliminierung machen, dann kommen Sie letztendlich zu Aryl, Phenyl plus hier L2 Palladium Jod und H und jetzt benutzen Sie Triethylamin
Und wenn Sie dann Triethylamin machen, dann... bekommen Sie das entsprechende Triethylammoniumsalz und generieren L2-Palladium-0 wieder. Gut. Also was ist anders an der Heckreaktion als allen anderen Reaktionen? Sie sehen, ich bin an dem, was anders ist, auch gestolpert. Sie haben eine Koordination hier vom Sterol an Sie haben eine Koordination vom Sterol hier an die Palladium-Spezies und dann haben Sie letztendlich eine Insertion hier vom Sterol hier in die Aryl-Palladium-Bindung. Oder Sie können auch sagen, dass das Aryl hier wandert, aber formal ist es eine Insertion. Ne? Also Insertion. Gut, es gibt jetzt dann tatsächlich auch eine sogenannte abnormale Heckreaktion. So, haben Sie das alles einigermaßen verstanden hier, wie das geht? Ja? Also die Frage ist, kriegt man da immer das Transprodukt raus aufgrund der Eliminierung? Die Antwort ist, nein, Sie können auch mal Cis-Produkt rauskriegen, meistens, das meiste ist aber Transprodukt. Sie bekommen ebenfalls als Nebenprodukt sozusagen das andere Isomer, wo Aryl und Phenyl beide am selben Kohlenstoff gebunden sind. Das passiert dann, wenn Ihr Aryl nicht an das weniger substituierte CH2 geht, sondern wenn die Insertion umgekehrt funktioniert und sozusagen hier Sie den Arylrest an dieser Position angreifen lassen. Das geht auch. Das sind so ein paar Prozent, die da normalerweise immer als Nebenprodukt drin sind. Danke für die Frage. Das andere, was ich aufgezeichnet habe, ist deutlich wahrscheinlich und das ist das Hauptprodukt mit 90% oder 95% Ausbeute. Gut, jetzt möchte ich Ihnen noch die sogenannte abnormale Heckreaktion zeigen. Und in dem Fall nehmen wir wieder Jodbenzol hier mit Cyclohexen oder Cyclopentan in dem Fall hier und L2-Palladium-0. Der Katalysator wird natürlich so gebildet, wie er immer gebildet wird. Das ist immer wieder dasselbe. Da muss ich nicht sozusagen durchgehen. Und was Sie letztendlich dann bekommen hier, wenn Sie diese Reaktion durchführen, ist nicht das erwartete 1-Phenylpenten, sondern das ist das entsprechende 3-Phenylpenten. Also das ist diese Verbindung hier. Und Sie fragen sich natürlich jetzt mit Recht, wie in aller Welt kommen Sie zu dieser Verbindung? Wenn Sie jetzt Jodbenzol hier mit Ihrem L2-Palladium-0 umsetzen, kommen Sie natürlich zu L2-Palladium, zu dieser Zwischenstufe. Und das ist natürlich ganz normal. Wenn Sie jetzt hier ebenfalls Ihr entsprechendes Cyclopenten zusetzen und einen Liganden L hier ablassen, dann kommen Sie natürlich auch in diesem Fall, wie Sie das natürlich vermuten würden, zu diesem Intermediat hier. Und selbstverständlich passiert auch hier wieder die Insertion. Aber die Insertion funktioniert jetzt so, dass Ihr Palladium
L, Jod und ihr Phenyl, Cis, zueinander stehen. Das tun die natürlich immer. Nur spielt das in nichtzyklischen Verbindungen keinerlei Rolle, weil sie in nichtzyklischen Verbindungen natürlich hier immer rotieren können. Und was Sie ebenfalls machen müssen, ist, um diese entsprechende Eliminierung hier zu bekommen, also das heißt diese Beta-H-Eliminierung, die funktioniert in dem Fall nur syn. Das ist also hier eine syn-Beta-H-Eliminierung. Das heißt, im Grunde genommen hüpft hier der Wasserstoff hier rüber. Das ist also ein Tunnelprozess. Das ist jetzt also nicht so, dass das jetzt baseninduziert ist, weil wenn es baseninduziert wäre, dann könnten Sie das natürlich so formulieren, dass Sie hier hinten das Ding einfach abreißen. Hier, also dann könnten Sie natürlich auch hier hinten abreißen und dann könnten Sie hier alles entfernen. Sondern das passiert nur syn. Und wenn Sie das eben syn machen, dann muss die Doppelbindung natürlich hier formieren und kann sich nicht mehr hier bilden. Sehen Sie das? Ja? Und konsequenterweise kommen Sie dann zu Phenyl plus Jod Palladium H, L, L und natürlich jetzt, Sie arbeiten immer in Gegenwart von Triethylamin oder einer anderen Hilfsbase, die ihn dann natürlich einfach formal HI abspaltet und Ihnen dann L2 Palladium 0 regeneriert. Und dann können Sie das Ganze sozusagen wieder von vorne anfangen lassen. So, jetzt gibt es eine interessante Frage, also Kupplung durch CH-Aktivierung. Damit sind wir jetzt mit der Heckreaktion fertig und ich möchte jetzt nochmal auf sozusagen das, was entweder, das können Sie entweder als Pseudo-Heck oder als Pseudo-Sonogashira-Reaktion auffassen. Das ist eine neuere Reaktion, die auch sehr interessant ist und das ist Palladium-katalysierte Kupplung mit CH-Aktivierung. Und was haben wir da? Wir nehmen da auch typischerweise wieder ein Palladium 0 und wahrscheinlich verwenden Sie hier sogar DPPP als den entsprechenden Palladium-Katalysator. Das habe ich jetzt, muss ich jetzt, na, Sie können tatsächlich auch Triphenylphosphin, Sie können tatsächlich auch Triphenylphosphin nehmen. Genau. Sie können jetzt in dem Fall hier, in dem relativ einfachen Fall, L ist gleich Triphenylphosphin verwenden. Und Sie setzen jetzt um, natürlich wieder einfach mit Brombenzol oder Sie können auch mit Jodbenzol umsetzen und kommen dann wie üblich zu L2 Palladium Phenyl Brom. Und dann setzen Sie jetzt mit Natriumacetat um, das ist ganz wichtig, oder Cäsiumacetat oder Cäsiumcarbonat, was auch immer, also eine Cäsiumbase, Cäsium-O-Az. Und wenn Sie das machen, dann können Sie hier das Brom natürlich problemlos rauswerfen und Sie kommen dann zu einer Spezies, die L2
Palladium, Phenyl, O-Az ist und die hier einen Liganden verlieren kann und jetzt zum Beispiel einen aktivierten Aromaten, in diesem Fall Thiophen, und der wird nur hier angegriffen, in der aktiveren Alpha-Position, koordinieren zu L-Palladium Phenyl und OCH3. Was jetzt passiert im Übergangszustand ist sehr interessant, dass Sie jetzt eine Spezies bilden, die L Palladium dass Sie folgende Spezies bilden hier. Bei denen letztendlich hier ihr H letztendlich hier auf den Acetatrest übertragen wird. Das heißt also, ihr Acetatrest dient letztendlich als innere Base und sie dann im nächsten Schritt was bekommen, was so aussieht. L Palladium S Phenyl unter Aufnahme von einem weiteren L, was dann so aussieht. Und das kennen Sie natürlich alle. Also was passiert hier? Das Acetat reißt letztendlich ein Proton ab hier und das heißt, Sie kriegen dann hier letztendlich, dient Ihnen Ihr Thiophen als inneres Transmetallierungsreagenz. Das ist hier basisch, greift sich hier letztendlich das Proton ab und im Grunde genommen geht dieses Elektronenpaar dann hier runter. Also ich male es Ihnen nochmal hin. L Palladium sieht man es jetzt ein bisschen besser. Sehen Sie das hier? Sie haben hier Ihren Triphenylphosphinrest, Sie haben hier Ihre Phenylgruppe. Was Sie jetzt machen ist, dadurch, dass Sie hier sozusagen, also das können Sie dann hier, können Sie das jetzt natürlich auch ganz klassisch formulieren, dadurch, dass Sie jetzt diese zyklische Elektronenbewegung hier induzieren,
transformieren sie letztendlich das Theophen in ein inneres Nukleophil oder in ein inneres Transmetallierungsreagenz. Das ist ganz wichtig. Verstehen Sie das? Das Wichtige ist, dass Sie sozusagen eine Art innere Base haben und dass durch die Koordination jetzt hier das Theophen so sauer ist, dass Sie deprotonieren können, das zu einem Transmetallierungsreagenz machen und dass Ihnen das dann hier diese Transmetallierung durchführen kann. Sie jetzt dann letztendlich L2-Palladium, also plus hier dann Essigsäure und dann hier letztendlich das entsprechende und dieses Intermediat hier kennen Sie natürlich schon, das sieht aus wie das Intermediat bei der Stille-Reaktion, das sieht aus wie das Intermediat bei der Suzuki-Miura-Reaktion, das sieht aus wie das Intermediat bei der Negishi-Kupplung, bei allen Kupplungen. Und Sie bekommen dann jetzt hier letztendlich natürlich wieder, wie immer, minus L2-Palladium 0 und Sie bekommen jetzt letztendlich Ihr entsprechendes Produkt hier raus. Das ist eine ganz neue Methode, die erst vor ein paar Jahren wirklich gefunden wurde. Die ist aber sehr attraktiv. Warum ist die sehr attraktiv? Weil Sie da im Grunde kein Transmetallierungsreagenz brauchen. Und das heißt, dass das jetzt uns auch kein metallorganisches Reagenz brauchen, wenn Sie einen aktivierten Aromaten haben, sondern dass in diesem Fall hier Sie auch sehr atomökonomisch vorgehen können. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen keinen Abfall. Ne? Gut. Ich möchte jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, sondern ich möchte jetzt, und wir bleiben immer noch bei den palladiumkatalysierten Kupplungen. Ja, bitte. Kann man das, darf ich Ihre Frage nochmal wiederholen, kann man das auch mit Furane machen? Wahrscheinlich, ich würde vermuten, ja. Nein, das ist nicht beschränkt auf Theophene, aber man braucht eine relativ aktivierte Stelle. Ihre Frage war? Also die Frage ist, ist in der ersten Stufe das Palladium an das Theophen koordiniert? Und die Antwort ist ja. Man muss irgendwie eine Koordination haben, weil diese Koordination dann natürlich auch hier ihr Proton azidifiziert, weil normalerweise können Sie ja einfach mit Cäsiumacetat kein Proton von einem Theophen abrupfen. Das ist eine sehr gute Frage und das ist wirklich korrekt, absolut. Nein, also ich wiederhole die Frage, woran koordiniert das Theophen? Das Theophen wird wahrscheinlich mit einer der Doppelbindungen koordinieren, so als eine Form von Pi-Komplex. Ja, das ist also keine, die mechanistische Vorstellung geht dahin, dass das jetzt keine Sigma-Koordination ist, sondern einfach eine allgemeine Pi-Koordination ist. Und das habe ich so etwas ungeschickt angedeutet. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Gut, danke. So, jetzt bleiben wir bei Palladium, aber wir wenden uns jetzt der Frage, also Palladium für Aryl-N-Bindungsknüpfung. Zu. Also, die Frage ist also, wie können Sie Arylamine oder aromatische Amine machen? Ich möchte Ihnen da wie immer ein kleines Polish-up nochmal geben. Wenn Sie jetzt Frau Meier in der Organik 2 und mich in Organik 1 hatten, dann wissen Sie, dass Sie natürlich hier einfach aromatische Amine ganz klassisch herstellen können. Sie nehmen Benzol, Sie nehmen dann HNO3 und H2SO4, also das ist natürlich hier Nitriersäure, und Sie machen dann die entsprechende Nitroverbindung
die Ihnen natürlich ganz klassisch mit H2-Palladium, ganz klassisch H2-Palladium, oder wenn Sie kein Palladium haben, dann können Sie zum Beispiel auch mit sogenanntem nassierenden Wasserstoff, also das heißt einfach, Sie nehmen Eisenpulver und dann HCl dazu oder Zinkpulver und HCl, können Sie das dann auch reduzieren hier und kommen dann zum entsprechenden, hier zum Anilin. Das Hübsche an der ganzen Geschichte ist, dass ganz generell jeder Aromat, völlig unabhängig von seiner Struktur, im Prinzip nitriert werden kann. Es sei denn, die Nitrisäure zerstört den Aromaten. Aber Sie können damit sowohl Donor- als auch Akzeptor-substituierte Aromaten in die entsprechenden Amine überführen. Aber die Regeln der Zweitsubstitution, die spielen hierbei natürlich eine Rolle. Und deshalb ist das natürlich jetzt keine Methode, das ist zwar eine allgemein anwendbare Methode, die aber trotzdem natürlich große Einschränkungen hat. Es wäre jetzt doch wesentlich hübscher, wenn man einfach Halogenide, zum Beispiel Chlorbenzol hier, einfach in Anilin überführen könnte. Und das kann man tatsächlich auch. Und zwar kann man das, wenn man jetzt hier das Chlorbenzol nach Chichibabin mit Natriumamid in flüssigem Ammoniak umsetzt. Sehr interessant, flüssiges Ammoniak ist ein ganz ordentliches Lösungsmittel für organische Materialien. Ja? Viel besser als Wasser, unendlich viel besser als Wasser. Sie können also viele Reaktionen mit organischen Materialien in flüssigem Ammoniak durchführen, die Sie in Wasser niemals durchführen können. Die Frage ist jetzt sozusagen, wie funktioniert das? Das ist jetzt keine einfache nukleophile Substitution. Sie wissen ja, an Halogenaromaten sind SN1-Reaktionen verboten, da die entsprechenden Carbokationen, die direkt am Ring hängen, sehr instabil sind, und die entsprechenden SN2-Reaktionen sind ja auch unmöglich, da der Rückseitenangriff durch die sterische Hinderung am Aromaten auch nicht möglich ist. Also wie funktioniert es hier? Mechanistisch betrachtet haben Sie mit Natriumamid natürlich eine sehr starke Base, und das heißt, im Gleichgewicht kommen Sie zu einer Spezies, die so aussieht, minus Natrium plus Cl. Und diese Spezies ist deshalb überhaupt nur einigermaßen zu einem Hundertstel oder Tausendstel Prozent zugänglich, weil Sie natürlich hier die dem Chlor benachbarten H-Atome oder CH-Bindungen aktivieren, sowohl dadurch, dass Sie im Prinzip hier sozusagen das Natrium ein bisschen koordinieren können, als auch natürlich, dass da ein elektronegativer Effekt des entsprechenden Chlorids ist. Und wenn Sie das dann machen, dann verlieren Sie natürlich sofort Speisesalz, Tafelsalz hier, Natriumchlorid, weil das natürlich die thermodynamische Senke ist. Und Sie kommen dann zu einer Spezies, die dann letztendlich hier so aussieht, dem sogenannten Dehydrobenzol. Die nachweisbar ist, aber die sehr, sehr instabil ist und sehr reaktiv. Und das Dehydrobenzol, also Sie sehen ja hier, Sie haben hier 1, 2, 3, 4 und hier haben Sie eben keine Haars mehr, ne? Das sehen Sie. Das entsprechende Dehydrobenzol reagiert Ihnen jetzt sofort mit anwesenden Nukleophilen. Das heißt, das ist jetzt hier super elektrophil und super reaktiv und reagiert mit anwesenden Nukleophilen hier, und Sie kommen dann intermediär natürlich hier zum entsprechenden Anion hier, was sich jetzt natürlich sofort aus dem Ammoniak hier ein Proton abrupft, und Sie kommen dann hierzu letztendlich hier zum entsprechenden Anilin. Die weitere Möglichkeit, die Sie natürlich kennen, aromatische Amine zu machen, ist natürlich der Umsatz sehr elektronenarmer Aromaten, so nach Meisenheimer. Also schreiben Sie sich das bitte auch mal auf, Meisenheimer
Und schauen Sie sich das mal an, wie das geht. Das habe ich während der Grundvorlesung natürlich auch ad nauseam ausgebreitet. Und das hat Frau Meyer wahrscheinlich auch in Organik 2 durchgenommen. Oder? Vielleicht erinnern Sie sich ja. Gut, jetzt wäre es äußerst interessant, wenn man das Ganze aber auch etwas milder machen könnte und sozusagen ähnlich so einer Art Heterostille oder Heterosonogashira-Reaktion oder Heterokumada-Reaktion durchführen könnte. Und da haben sich zwei jetzt sehr berühmte Männer mit beschäftigt. Herr Buchwald am MIT, der jetzt letztes Jahr dann auch oder jetzt im Mai hier einen Vortrag gegeben hat, der ist am MIT. Stephen L. Buchwald und John Hartwig, der ist an Berkeley. Die haben diese entsprechenden Aromaten-Aminkupplungen entwickelt. Und was verbirgt sich dahinter? Sie nehmen jetzt hier zum Beispiel dieses 3-Iod-Pyridin und ein einfaches primäres Amin, in diesem Fall hier einfach Cyclohexylamin. Und sie verwenden einen Palladium-Katalysator. In Gegenwart einer starken Base. Und wenn Sie das machen, können Sie hier problemlos das entsprechende sekundäre Amin erhalten. Ganz wichtig ist, im Gegensatz zur Chichibabin-Reaktion, wo Sie den sogenannten Halogentanz finden, beziehungsweise hier in dem Fall auch den Amintanz, ist hier die Stereochemie oder die Regiochemie hier dieser Substitution absolut definiert durch die Position des entsprechenden Halogens. Sie können das jetzt auch noch mit anderen, zeige Ihnen jetzt noch mal ein anderes Beispiel. Sie sind nicht darauf angewiesen, die entsprechend akzeptorsubstituierten Halogenide zu verwenden. Sie können auch so ein donorsubstituiertes Halogenid verwenden und da können Sie dann hier zum Beispiel jetzt mit Morpholin können Sie jetzt auch unter Palladiumkatalyse und wiederum hier als Hilfsbase Natrium Tertiabutanolat können Sie jetzt hier ganz selektiv diese Verbindung darstellen. Solche Morpholin-Derivate sind sehr interessant, weil die möglicherweise medizinische Bedeutung haben. Also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. So, um das ein bisschen weiter auszubreiten, da gibt es jetzt natürlich zwei Fragen. Frage Nummer 1, was ist der Mechanismus? Und Frage Nummer 2 ist, welche Katalysatoren funktionieren? Also, schauen wir uns das einfach mal an. Typischerweise verwenden Sie bei den Buchwald-Hartwig-Reaktionen nicht Triphenylphosphin, sondern Sie verwenden die entsprechenden Liganden, die viel sterisch, viel anspruchsvoller sind. Und zum Beispiel sind jetzt zwei Beispiele, einer der Brettfos heißt, also zum Beispiel Brettfos. Und dann gibt es aber auch einer, der heißt Rufos. Und Herr
Buchwald hat das so erklärt, seine Katze hieß Rufus. Und also Herr Buchwald ist offensichtlich großer Katzenliebhaber, sein bester Mitarbeiter, schläft nie. Deshalb hat er seinen Lieblingskatalysator eben nach seiner Katze genannt. Aber wir sprechen heute über Bredfoss. Wie sieht Bredfoss aus? Bredfoss ist ein Bierrühl. Und zwar, das ist ein echt dickes Ding. Sie haben drei Isopropylgruppen hier. Dann haben Sie eine Methoxygruppe. Noch eine weitere Methoxygruppe. Und Sie haben dann hier noch, so, hier ist das Phosphin. Und Sie haben dann noch dranhängen zwei Cyclohexylgrüppchen. Also Sie sehen, das Ding ist richtig fett. Was bedeutet das? Dass Sie normalerweise jetzt auch nicht mit den normalen Palladiumquellen arbeiten, sondern Sie verwenden eine Palladiumquelle, die wesentlich aktiver ist. Und zwar sieht die so aus, also das ist hier der Ligand L. Und die Palladiumquelle hier sieht dann so aus. Das ist ein zyklometallierter Katalysator N, das kann entweder H sein oder das könnte auch Methyl sein. Und das ist hier jetzt sozusagen Ihr Metall M. Und wenn die beiden miteinander reagieren, dann kommen sie letztendlich zur Verbindung L, Palladium. Und das ganze Ding hier nenne ich jetzt einfach mal AR, for simplicity. Aryl, CL. Wo ist der große Unterschied zu den normalen Sonogashira, Miaura, Stille, Yamamoto, Heck-Kupplungen? Die Antwort ist, dass diese Spezies mit nur einem L hier völlig stabil ist. Ihr entsprechender Ligand ist so riesig, dass das Palladium keinen zweiten Liganden L hier sozusagen nochmal ankoordinieren kann, sondern happy ist, aber gleichzeitig eben super reaktiv. So, was passiert jetzt? Sie haben jetzt, also katalytischer Zyklus. Also Ihre Hausaufgabe ist, was ist Rufos? Das können Sie in Wikipedia wahrscheinlich nicht nachlesen oder wenn Sie einfach Rufos eintippen, dann werden Sie wahrscheinlich direkt das und dann auf Bilder in Google, dann wird Ihnen das genau das Richtige rauskommen. Sie können natürlich auch mal eine witzige Sache machen, Sie können Professor Buchwald's Cat eingeben, dann wird wahrscheinlich auch derselbe Ligand rauskommen. Spielen Sie mal rum. So, was ist der katalytische Zyklus? Als erstes, und zwar verwenden wir da einfach jetzt wiederum das entsprechende Morpholin, wird Ihnen das Morpholin im Gleichgewicht mit dem Tertiabutoxynatrium hier oder dem Natriumbutoxid reagieren, im Gleichgewicht zur entsprechenden nukleophilen Stickstoffspezies hier, die dann natürlich mit dem Katalysatorvorläufer L, Palladium, und das hier ist natürlich L, also unser dicker Oschi hier, ja, L, Palladium, CL, Aryl reagiert,
ganz im Sinne einer ganz normalen Transmetallierung. Das ist wiederum genau, wie wir es von Miura Suzuki, wie wir es von Nigishi, wie wir es von Stille, wie wir es von Sono Gashira kennen, immer genau dasselbe reagiert. Und Sie kommen dann zu L, Palladium, N, minus Natriumchlorid, Speisesalz hier, Aryl und Sie machen jetzt eine reduktive Eliminierung und kommen damit zum aktiven Katalysator L, Palladium 0 und als Nebenprodukt erhalten Sie dann hier in ein paar Prozent Ausbeute, je nachdem sozusagen, wie viel von dem Palladiumkatalysator Sie dann eingesetzt haben, das entsprechende Aryl-Morpholinit. Und jetzt passiert natürlich genau das, was Sie halt immer haben. Sie nehmen jetzt Ihr Metabrom mit Oxybenzol und Sie kommen dann hier zu L, Palladium, Br, Ome und können dann jetzt wiederum ihr entsprechendes Morpholinit einführen und kommen dann hier zu L, Palladium, Ome und kommen dann zu einer reduktiven Eliminierung und dann haben Sie letztendlich natürlich spucken Sie wieder L Palladium 0 aus und Sie kommen dann hier zu Ihrem gewünschten zu Ihrer gewünschten Verbindung. So, und das Ganze geht natürlich an, das Ganze funktioniert natürlich ad nauseam. Also, ad nauseam, ne? Bis das alles fertig ist. So, jetzt gibt es ein paar Sachen, die ich jetzt hier noch natürlich erzählen sollte. Das ist abhängig von der Azidität hier des eingesetzten Amins, müssen Sie entweder so eine relativ starke Base verwenden oder wenn Sie jetzt ein deutlich azideres Amin haben, könnten Sie dann natürlich ebenfalls mit einer Base arbeiten, die wesentlich schwächer ist. Und wir in unserer Gruppe haben tatsächlich die Hartwig-Buchwald-Reaktion angewendet und wir haben da eigentlich ganz spektakuläre Ergebnisse rausbekommen und zwar unter sehr milden Bedingungen. Also Anwendung der Buchwald Hartwig Kupplung. Sie gehen aus von diesem Naphthylendiamin Das hat aber jetzt, ist aber tatsächlich funktionalisiert und hat zwei Tipps-Alkinylgruppen hier. Und Sie setzen das um mit dem Dichlorchinoxalin und dann können Sie wiederum so einen Hartwig-Katalysator verwenden. Oder Buchwald-Katalysator verwenden,
Aber in dem Fall müssen Sie, muss das, ist das alles wesentlich einfacher und wesentlich angenehmer. Sie verwenden als Palladium-Vorstufe Palladium 2 DBA3, das können Sie kaufen. DBA ist Dibenzylidenaceton, also DBA. Und das ist einfach eine Palladium-0-Quelle, sonst gar nichts. Die Struktur von Palladium-2-DBA3 ist nicht wirklich bekannt. Auch abhängig vom entsprechenden Zulieferer kann da alles Mögliche drin sein. Aber was wichtig ist, es ist einfach eine Palladium-0-Quelle und liefert Ihnen Palladium-0 im Normalfall mit sehr guter Verlässlichkeit. Sie haben dann einen Liganden L und als Hilfsbase können Sie Triisopropylethylamin verwenden oder auch Hynix-Base genannt. Und L, als L verwenden Sie Folgendes. Das ist wieder einer dieser sterisch hochgeinerten Buchwald-Katalysatoren oder im Liganden. Das ist wieder ein Biaryl hier. Sie haben dann jetzt hier wiederum einmal ein Wichtig ist, das sind Cyclohexylreste, keine Phenylreste. Das ist ganz wichtig. Also Cyclohexyl, nicht Phenyl. Und Sie haben dann hier noch zusätzlich eine NME2-Gruppe. Und das nennen wir dann L. Und wenn man dann hier die Kupplung von diesem entsprechenden Diamin mit dem Dichlorchinoxalin durchführt, dann erhält man dankenswerterweise (1, 2, 3, 4, 5). Hier diese entsprechenden H-Verbindung. Das heißt, Sie können hier ganz problemlos eine doppelte Kupplung machen. Und die Frage ist, warum geht das so gut? Weil hier das entsprechende Dichlorchinoxalin natürlich ein sehr aktivierter Aromat ist, bei dem die CH-Aktivierung super gut geht. Sie sehen, wenn Sie sich das mal genau aufschreiben, dann können Sie sich auch überlegen, dass das im Grunde genommen fast so eine Art Säurechlorid ist. Schauen, oder fast ein isostrukturelles Säurechlorid ist. Sie können natürlich, ich will das Ihnen das mal ganz kurz zeigen, Sie können sich das natürlich auch so, Cl, N, so können Sie sich das natürlich auch hier überlegen. Sehen Sie das jetzt? Statt einem Sauerstoff haben Sie jetzt hier einfach nur einen doppelt gebundenen Stickstoff, der hier natürlich noch in dem entsprechenden Aromaten drin ist. Solche Strukturelemente, das sind natürlich keine Säurechloride oder auch keine Säureimide, aber sind deutlich reaktiver bei allen möglichen Kupplungen und sind wahrscheinlich fast mit die aktivsten Kupplungspartner in solchen Reaktionen. Ja. Wie gesagt, wenn Sie sowas sehen, verwenden Sie Ihre chemische Intuition. Die haben Sie vielleicht noch nicht, die sollten Sie aber entwickeln. Das sieht aus wie ein Säurechlorid oder ein Säureimid und ist auch deshalb deutlich reaktiver als zum Beispiel einfach Chlorbenzol. Ja? Weil wir haben natürlich hier, wir verwenden Chloride, wir verwenden keine Bromide oder keine Jodide, sondern hier reichen Chloride. So, was man jetzt weiterhin machen kann, ist, Sie können jetzt die Verbindung 1 nehmen und mit Mangandioxid oxidieren und Sie kommen dann zu hier
1, 2, 3, 4, 5. Zu diesem entsprechenden Heteroazän hier, dass sie dann so in etwa 80% isolieren können. So, die Frage ist natürlich, warum ist sowas interessant und warum verschwenden wir überhaupt unsere Zeit, solche Materialien aufzubauen? Die Antwort ist, Sie wissen oder Sie wissen vielleicht auch nicht, dass Pentazän das wichtigste, wahrscheinlich oder eines der wichtigsten Materialien der organischen Elektronik ist und enorme Lochleitfähigkeiten in Dünnschichttransistoren zeigt. Woran liegt das? Warum ist Pentazän so ein guter Lochleiter in Dünnschichttransistoren? Die Antwort ist, Pentazän lässt sich sehr leicht oxidieren zum entsprechenden Radikalkation. Und diese Radikalkationen können dann letztendlich von Molekül zu Molekül hüpfen. Und das ist dann, damit generieren sie dann natürlich letztendlich einen Ladungsträger. Es gibt zwei Gründe. Die Energieunterschiede zwischen diesem Radikalkation und der Neutralverbindung ist gering. Das heißt, es ist eine kleine Reorganisationsenergie. Das ist das eine, was wichtig ist. Das andere, was sehr wichtig ist, ist, dass der orbitale Überlapp im kristallinen Pentazän sehr gut ist und man deshalb Mobilitäten erreicht, die mehrere Quadratzentimeter pro Voltsekunde sind. Und wenn Sie es im Einkristall machen und bei tiefer Temperatur, können Sie noch deutlich höher gehen. Ja? Also es ist sehr interessant. Was Pentazän eben nicht kann, das kann keine Elektronen transportieren, das brauchen Sie aber auch. Deshalb versucht man eben jetzt, Materialien herzustellen, die nicht positive Ladungen, also Pentazän ist leicht oxidierbar, während hier solche Materialien sehr leicht reduzierbar sind, herzustellen und dann zum Beispiel in Dünnschichttransistoren zu verwenden. Das ist einer der Hintergründe der Forschung, die wir machen und warum das Ganze überhaupt interessant ist. Das ist also jetzt nicht eine Exercise in Futility. Ich möchte aber auch ebenfalls darauf hinweisen, wo wir gerade dabei sind. Pentazän wurde in den späten 30ern zuerst von klar hergestellt und war damals eine reine Laboratoriumskuriosität. Kein Mensch konnte damit irgendwas anfangen. Und ich erinnere mich, als ich 1985 meine fortgeschrittene organische Chemie hörte im fünften Semester, da war Pentazän im Grunde genommen auch ein völlig unbrauchbares Material, das man halt herstellen kann, aber das im Grunde genommen das hat man mal gemacht und das war es dann, um seine Neugierde zu befriedigen. Erst dann, später, stellte sich heraus, dass diese Materialien so extrem gut sind für die organische Elektronik. Ja. Also, wenn Sie irgendwas machen, gehen Sie Ihrer Neugierde nach. Es könnte durchaus sein, dass Sie da was Interessantes entdecken. So, jetzt möchte ich tatsächlich etwas einschieben hier, und zwar eine sozusagen Fallstudie. Ich meine, einen Großteil meiner Zeit beschäftige ich mich natürlich einfach mit der Synthese konjugierter Materialien. Und die Synthese konjugierter Materialien, für die sind palladiumkatalysierte, nickelkatalysierte Reaktionen, die sind das absolute Butter und Brot der sozusagen dessen, was man macht. Ein sehr interessantes Molekül, das ich Ihnen vorstellen will, wo man tatsächlich Palladium brauchen kann, aber eben nicht nur Palladium, und was ich sozusagen als Fallstudie nehme, und das ist ein weiteres Unterkapitel, das PPV, Doppelpunkt, eine Fallstudie. So, die erste Frage ist, worum handelt es sich bei PPV? PPV ist ein konjugiertes Polymer und ich zeige Ihnen jetzt mal dass diese Struktur hat und dabei hier handelt es sich um ein Dialkoxy-PPV.
Dialkoxy-PPV wird tatsächlich verwendet in lichtemittierenden Dioden, die kommerziell erhältlich sind, und heißt Super Yellow. Super Yellow. Das heißt, einige ihrer Auto-LEDs bzw. auch einige ihrer einfarbigen gelben LEDs, die haben hier das entsprechende Dialkoxy-PPV tatsächlich industriell als kommerziell erhältliches Produkt verarbeitet für lichtemittierende Dioden. Okay, kurze Frage. Sie wissen alles, was eine lichtemittierende Diode ist und wie die funktioniert. Sollten Sie, sonst können Sie das sich mal in Wikipedia angucken. Ganz einfach, Sie haben einen Emitter, das ist dann zum Beispiel hier das Super Yellow. Sie haben dann ein unedles Metall, das pumpt Ihnen Elektronen hier rein. Und dann haben Sie hier unten eine transparente, leitfähige Elektrode, das saugt Ihnen die Elektronen raus. Also es pumpt Ihnen positive Ladungen rein. Wenn sich jetzt ein Molekül mit einer negativen Ladung, also das hier ein Radikalanion, und also negative Ladung, und ein Molekül mit einem Radikalkation, also mit einer positiven Ladung, treffen. Was dann passiert ist, dann bekommen Sie natürlich zwei Neutralmoleküle wieder. Davon ist eins im Grundzustand und das andere ist tatsächlich hier dann im angeregten Zustand, wenn sich die beiden Ladungen rekombinieren. Und was dann passiert ist, Sie verlieren Licht und Sie kommen wieder zum Grundzustand zurück. Und das ist im Grunde genommen, wie eine einfache lichtemittierende Diode funktioniert. Ja. Also, Elektronen werden in ihr Super Yellow eingepumpt. Und hier werden Löcher eingepumpt, also unten wird oxidiert, oben wird reduziert. Die treffen sich irgendwo. Was dann passiert ist, wenn sich zwei Moleküle, ein oxidiertes, ein reduziertes treffen, dann gibt es natürlich einen Ladungsausgleich, ne? Und was dann hier passiert ist, Sie übertragen dann vom Reduzierten aufs Oxidierte ein Elektron hier. Sie bekommen dann ein Grundzustandmolekül und eins, was im angeregten Zustand ist. Und die können dann hier unter Lichtabstrahlung reagieren. Ganz wichtig. Also ich meine, vieles, was man heute in organischer, also wenn man sich generell ansieht, wozu ist organische Chemie gut, dann gibt es verschiedene Topics natürlich. Das eine ist Medizinalchemie. Das andere ist Methodenentwicklung und das dritte ist dann Biomaterialien und das vierte ist dann Materialien für harte Anwendungen, zum Beispiel lichtemittierende Ionen oder organische Elektronik. Das sind ganz große Gebiete und deshalb, ich bin jemand, ich kenne mich offensichtlich auf dem Gebiet der Materialwissenschaften für organische Elektronik ein bisschen auf. Das heißt, Sie bekommen Ihre OC3 eingefärbt in die Richtung hin. Ja, weil das kann ich am besten, ich bin davon begeistert, ich halte das auch für sehr wichtig. Ne? Gut. Also, jetzt ist die Frage, wie macht man PPV? Und es gibt so viele Methoden, wie man PPV macht, wie es Leute gibt letztendlich. PPV kann man tatsächlich mit Palladium katalysiert herstellen. Und zwar die erste Methode, die tatsächlich vom Werner Heitz ad nauseam untersucht wurde, ist natürlich die entsprechende Heck-Reaktion. Ja, haben Sie eine Frage? Sie nehmen hier dieses entsprechende Dialkoxidibrombenzol und Sie können das mit dem entsprechenden Divinyl, hier Dialkoxybenzol, umsetzen, Palladium katalysiert, also Palladiumacetat,
Triphenylphosphin, Triethylamin. Und sie kommen dann wie versprochen zu einer Verbindung die dann hier letztendlich so aussieht. Der Vorteil von dieser Methode ist natürlich folgende. Sie können zwei verschiedene Reste hier einführen. Ja, das heißt, Sie können das ist natürlich im Grunde ein formales, ein ABN-Copolymer. Der Nachteil ist, typischerweise sind die Ns relativ klein, also Sie bekommen typischerweise vielleicht 20, 30 oder wenn Sie gut sind 40, 50 Wiederholungseinheiten raus, was viel zu wenig ist. Das zweite ist, wenn Sie sich erinnern, hat die Heck-Reaktion ja natürlich, liefert die auch oft oder in 5% als Nebenreaktion diese Kopf-Kopf-Verknüpfung. Hier nehme ich ja an, dass man immer Schwanz-Schwanz verknüpft, aber das heißt zum Beispiel in Ihrem PPV, das Sie jetzt nach Heck machen, haben Sie dann halt eben auch Strukturelemente, die Sie überhaupt nicht haben wollen, die dann so aussehen. Sie erinnern sich daran, wie wir die Heck-Reaktion besprochen haben, dass natürlich sozusagen bei der Insertion hier nicht nur trans und, also das wäre dann hier einfach, dass es sozusagen dann nicht nur trans weitergeht und in 1-2-Position, sondern dass man auch das entsprechende 1-1-Material bekommt. Das heißt also, die Heck-Reaktion, obwohl da viel drüber untersucht wurde, ist im Grunde genommen für die Darstellung von den entsprechenden PPVs nicht besonders gut. Eine Alternative, also erstens Heck, eine Alternative ist die stille Reaktion. Wie würden Sie das machen? Da können Sie einfach durch eine doppelte Sonogashira-Reaktion hier sich das entsprechende Diethinylbenzol herstellen. Das können Sie jetzt mit Tributylcinnitrit in einer Radikalkettenreaktion umsetzen. Das ist relativ reaktiv, das müssen Sie einfach nur aufwärmen. Und was Sie dann bekommen, ist natürlich die Markovnikov-Addition von dem Tributylcinhydrid hier an das entsprechende Alkin. Das heißt, was Sie dann bekommen, und das können Sie dann jetzt natürlich umsetzen mit einem entsprechenden Dialkyldiodid und dann kommen Sie letztendlich dann auch zu Ihrem entsprechenden PPV. Die dritte Methode ist letztendlich Alkenmetathese. Und da können Sie Folgendes machen. Da sind jetzt in den letzten paar Jahren von Turner et al. Einige sehr hübsche Papers rausgekommen. Sie können hier sich so ein Material darstellen, dann können Sie jetzt einen Ruthenium-Katalysator verwenden und kommen dann letztendlich auch zu einem
PPV. So, wie wird es jetzt in der Industrie gemacht? Und die Antwort ist, in der Industrie wird es nochmal völlig anders gemacht. In der Industrie verwenden Sie zum Beispiel jetzt auch keine Übergangsmetalle, sondern in der Industrie nehmen Sie die sogenannte Gilch- oder Wesseling-Zimmermann-Route. Also, das sind alles Routen, die zwar funktionieren und die wissenschaftlich von Interesse sind und die auch fast wirklich faszinierend sind von der Reaktionsführung und so her, aber das sind im Normalfall keine Routen, die in der Industrie verwendet werden, sondern in der Industrie wird eben Wesseling-Zimmermann oder die Gilch-Route zur Darstellung von PPVs benutzt. Was verbirgt sich hinter Wesseling-Zimmermann? Und Sie werden auch sehen, warum die Leute das so gerne mögen. Also, bei Wesseling-Zimmermann fangen Sie an von Paraxylol. Ultra billig. Das kriegen Sie aus dem Erdöl. Paraxylol können Sie bromieren, also hier im akademischen Labor würden Sie das mit N-Brom-Succinium mitmachen. Sie können das aber wahrscheinlich auch mit Brom machen, also mit elementarem Brom machen, wenn Sie das richtig führen, wenn Sie ein Chemical Engineer sind, also ein Verfahrenstechniker, und kommen dann zur entsprechenden Bisbromomethylbenzol, welches Sie jetzt mit Tetrahydrothiophen umsetzen. Und wenn Sie das machen, bekommen Sie jetzt, weil natürlich hier der Schwefel sehr nukleophil ist und das sehr elektrophil ist, bekommen Sie jetzt folgende Spezies raus, die doppelt positiv geladen ist. Das ist jetzt ein Salz. Und es handelt sich jetzt jeweils natürlich hier einfach um das. Gut. Wenn Sie dieses Material jetzt hier umsetzen, also das ist jetzt Ihre Ausgangsmaterial, das können Sie einfach isolieren, reinigen, umfällen, was auch immer. Wenn Sie das jetzt mit OH- umsetzen, dann sehen Sie, dass diese Protonen, dieses oder auch hier dieses und dieses, sehr aktiviert sind und natürlich sehr azide sind, weil sie die entsprechende positive Ladung hier haben. Das heißt also, die Sachen spritzen nur so vor Azidität. Das heißt, selbst mit OH- können Sie hier deprotonieren und Sie kommen dann zu folgender Situation. Dass Sie letztendlich Ihr entsprechendes Tetrahydrothiophen einfach eliminieren. Also das geht einfach weg. Und Sie kommen jetzt zu diesem Ortho- oder zu diesem Parachinodimethan-Derivat. Dieses Parachinodimethan ist extrem reaktiv. Warum? Weil das nämlich jetzt gerade 23 Kilokalorien pro Mol verloren hat, weil das natürlich jetzt nicht mehr aromatisch ist. Das heißt aber, und zusätzlich ist natürlich ein sehr, sehr starkes Michael-System, weil Sie hier die entsprechende positive Ladung haben. Das heißt jetzt, was passiert ist, Ihnen kann jetzt im Grunde genommen jedes Nukleophil X hier hinten angreifen. Und wenn es das macht, darf ich umschlagen oder sind Sie noch am Schreiben? Umschlagen? Wenn Sie das machen, passiert Folgendes. Sie kommen dann jetzt hier zu X.
sie rearomatisieren. Sie haben immer noch ihr Tetrahydrothiophen dran und sie haben jetzt hier natürlich eine negative Ladung. Also Sie wissen ja, wir können es das natürlich nochmal ansehen vielleicht, wie entsteht das Ganze? X greift ihn an. Das klappt dann hier ein, das klappt hier ein, das heißt, sie rearomatisieren. Und das kann natürlich nirgendwo anders hin als hierhin, als das entsprechende Anion hier abzuenden. Verstehen Sie das? Ist das okay? So, dieses Anion hier greift sich jetzt natürlich weiteres in der Reaktionslösung vorhandenes Parachinodimethan und fängt an, dann zu polymerisieren. Sie sehen das? Sie machen genau dasselbe jetzt wieder, nur statt X haben Sie jetzt natürlich hier dieses entsprechende Anion. Und dieses entsprechende Anion greift Ihnen hier hinten an. Und Sie kommen dann sozusagen, die Bindung, die dann hier gemacht wird, das ist dann diese Bindung, wird neu hergestellt. Ne? Und Sie kommen dann hier hin. Und jetzt können Sie das natürlich wiederum ganz genauso machen. Und Sie kommen dann jetzt zum entsprechenden Trimer. Und Sie haben jetzt natürlich, hier hängt Ihnen jetzt noch und wo Sie dann hinterher letztendlich mit abenden, ist eine Verbindung, die dann letztendlich so aussieht. So, diese Verbindung hier lässt sich jetzt auch also, dann hier haben Sie natürlich Br-, die lässt sich jetzt tatsächlich, ist wasserlöslich und die lässt sich jetzt prozessieren, mit der können Sie alles machen. Und dann im letzten Schritt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie können mit Base drauf gehen, oder Sie können einfach mit Delta T, also erhitzen, und was Sie dann finden ist, Sie in beiden Fällen eliminieren Sie hier letztendlich minus HBr plus Tetrahydrothiophen und Sie kommen dann zum PPV.
So, eine kurze Frage an Sie. Wie löslich, glauben Sie, ist dieses Material? Also wer glaubt, dass das völlig unlöslich ist? Mal die Hände hoch, völlig unlöslich. Zwei. Wer glaubt, dass es noch irgendwie löslich ist? Zwei, aber ich meine 2 plus 2, was ist denn mit dem Rest der Leute? Also, es ist entweder löslich oder es ist unlöslich, aber es ist nicht, was anderes gibt es nicht. Völlig unlöslich. Völlig, absolut unlöslich. Das Ding ist ein Stein. So, was heißt das? Das heißt, Sie müssen, wenn Sie irgendwas machen wollen, müssen Sie das Vorläuferpolymer als Schicht aufbringen, Schleuderbeschichten, Rakeln, sonst irgendwas. Dann trocknen Sie das und dann heizen Sie es sehr vorsichtig auf, damit Ihr Film eben nicht kaputt geht. Und wenn Sie das dann machen, dann kommen Sie tatsächlich hier zu dem entsprechenden PPV. So, was ganz lustig ist, wenn Sie jetzt was wollen, was löslich ist, dann können Sie natürlich auch hier die Wessling-Zimmermann-Route, also WZ, ausweiten. Und Sie können dann zum Beispiel sich einen WZ-Vorläufer herstellen, der so aussieht. Und dieser Vorläufer ist natürlich auch sehr löslich. Sie haben jetzt da Dodecyloxy-Ketten dran. Und wenn Sie den jetzt mit KOTBU, also Kalium Tertiabutoxid, umsetzen, dann bekommen Sie jetzt natürlich raus minus KBR, minus Tertiabutanol, minus hier dem entsprechenden Tetrahydrothiophen, Thiophen, und Sie kriegen jetzt hier ganz schnieke ein PPV, in dem Fall ein Super Yellow Derivat, das sich jetzt dann auch noch durch Spinncasten, also oder Schleuderbeschichten, Rakeln, Drucken oder was auch immer verarbeiten lässt. Ja? So. Super Yellow wird, also um das so hinzukriegen, dass es gut verarbeitbar ist, müssen diese ganzen Schritte hochoptimiert werden. Das ist also jetzt nicht trivial, und da waren, das haben also ungefähr 20 oder 30 Leute für 4 oder 5 Jahre in der Industrie daran gearbeitet, nur um diese Reaktionssequenz zu optimieren. Ja, sehr interessant. Jeder kann so ein PPV machen, aber die Qualität ist halt nicht besonders gut. Und nur dann, wenn man wirklich alle Parameter wirklich systematisch einstellt, kriegt man Material, das eben auch industriell verwertbar ist. Also für sich zu Hause könnten Sie das machen. Oder auch ich könnte es auch im Labor machen, jetzt mit einem Doktoranden. Aber wenn ich es richtig machen will und wenn ich jetzt keinen Zugang zur Patentliteratur habe und zu den Tricks, dann würde ich da relativ lange brauchen, um das zu optimieren. Gut, wenn Sie jetzt sich sagen, also im Grunde genommen ist das alles relativ unattraktiv, weil man natürlich diese ganzen Schwefelgeschichten braucht, dann gibt es jetzt eine modernere Methode, oder so viel moderner ist nicht, aber eine praktischere Methode, und zwar das ist das sogenannte Gilch-Verfahren. Gilch-Verfahren. Das Gilch-Verfahren ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung von der Wessling-Zimmermann-Methode. Und ich möchte Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie das geht. Und jetzt in diesem Falle hier fangen wir einfach mal von Parahydrochinon, geht's los. Und dann nehmen wir dann jetzt irgendwie BrC12H25 mit Kaliumcarbonat. Und das C12H25 kürzen wir jetzt einfach mal aus einfach halt R ab. Und dann kommen Sie hier
letztendlich zu diesem entsprechenden OR, OR. Ganz wichtig ist, bei der Alkylierung von Chinonen und Phenolen brauchen Sie tatsächlich kein Natriumethanolat. Das geht mit Kaliumcarbonat in Butanon. Und sollte Ihnen irgendein Assistent sagen, dass Sie irgendwie so eine Ätherbildung mit Natriumethanolat machen sollen, dann können Sie ihm sagen, dass er inkompetent ist. Das tue ich zumindest immer, weil ich finde, das ist eine Verschwendung. Es gibt natürlich jetzt Situationen, wo Sie tatsächlich Natriumethoxid oder Natriumethanolat brauchen, und das ist natürlich bei Malonsäuresynthesen und Acid-Essig-Ester-Synthesen, die Sie natürlich auch kennen. Aber um jetzt hier, oder auch bei echten Williamson-Synthesen, wenn Sie die Alkyläther herstellen. Wenn Sie aber jetzt Arylether herstellen, ist typischerweise Kaliumcarbonat das Mittel der Wahl. So, was können Sie jetzt machen? Sie können dann jetzt hier mit Formaldehyd umsetzen. Es handelt sich dabei ja hier um einen relativ aktiviertes aromatisches Teilchen. Und wenn Sie das dann machen, dann ist das, was Sie dann rausbekommen, und da möchte ich jetzt hier auf den Mechanismus nicht eingehen, dann ist das die sogenannte Chlormethylierung. Das hat Frau Meyer sicherlich auch ad nauseam mit Ihnen durchgesprochen. Und dann haben Sie jetzt auf einmal, und das ist natürlich echt elegant, weil Sie dann sofort diese zwei Chlormethylgruppen einführen. Und was Sie jetzt machen können dann, in einem Rutsch, können Sie jetzt umsetzen mit Cottbu. Und was passiert dann? Also Sie sehen ja, auch in diesem Fall sind die entsprechenden H's relativ azide. Das heißt, Sie können jetzt hier mit Cottbu auch eliminieren. Und wenn Sie das jetzt hier abrupfen, dann passiert natürlich genau dasselbe wie in dem Fall, den wir eben besprochen haben. Sie kommen dann hier zu einem entsprechenden, und was natürlich dann hier passiert ist, Ihr Chlorid verschwindet dann. Sie haben hier natürlich immer noch die beiden OR-Gruppen. Hier haben Sie dann Chlor. Jetzt haben Sie was, das sehen Sie, sieht sehr ähnlich aus wie das entsprechende Parachinodimethan, was wir schon besprochen haben. Und jetzt ist das auch hier so. Dieses Material ist sehr reaktiv und kann jetzt entweder durch weiteres Cottbu oder irgendein Starter X- hier, kann das natürlich weiter reagieren. X. Und Sie sehen, Sie kommen dann Cl. Und das, da können Sie jetzt natürlich dann wiederum ein weiteres da machen, und dann kommen Sie letztendlich, wenn Sie das jetzt n-mal machen, kommen Sie natürlich dann zu folgender Verbindung, und ich lasse jetzt aus Bequemlichkeit die entsprechenden Endgruppen einfach weg, weil wenn Sie das gut machen, können Sie relativ hohe Molekulargewichte bekommen, n sehen Sie, wo ich jetzt darauf hinaus will, können Sie das jetzt sehen? Und jetzt, dieses Material ist natürlich auch noch problemlos, damit können Sie jetzt alles Mögliche machen und das prozessieren. Und Sie können aber jetzt auch mit Cottbu hier umsetzen und kommen dann minus HCl, natürlich, weil Sie hier einfach eliminieren können, das ist überhaupt gar kein Problem, kommen Sie zum entsprechenden Super-Yellow-Derivat. Und das Zeug ist dann auch relativ gut löslich und problemlos anwendbar.
Das ist ganz hübsch. Und so wird das heute gemacht. Und zum Beispiel, also wenn man mich jetzt irgendwie, wenn man mir sagen würde, machen Sie, Herr Bunz, machen Sie ein Kilogramm PPV, substituiertes PPV, dann würde ich wahrscheinlich das über die Gilch-Methode machen. Sie sehen, das ist sehr elegant. Sie kommen hier in dieser Schritt, da können Sie hunderte von Gramms in einem Schuss machen. Da können Sie im Grunde ein Kilo machen. Das hier können Sie auch im großen Maßstab machen, problemlos. Und dann letztendlich, was ganz hübsch ist, ist, Sie setzen das Cottbus zu und setzen immer mehr zu. Das heißt, das geht in einem Schritt durch, letztendlich von hier, von dieser Verbindung zu hier. Das heißt, das isolieren Sie oft gar nicht. Das können Sie isolieren, wenn Sie sehr vorsichtig arbeiten, aber Sie brauchen es nicht. Wenn Sie immer ein bisschen mehr Cottbus zusetzen, dann kommen Sie hinterher sozusagen letztendlich in einem, zwei, drei Schritten hier zum entsprechenden PPV. Ohne den Einsatz irgendwelcher Übergangsmetalle und nur mit relativ einfacher Chemie. Damit bedanke ich mich bei Ihnen heute für Ihre Aufmerksamkeit und wir treffen uns morgen um 10 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Danke.